Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Show von mir, The Hypercan. Das ist jetzt halt hier ein Singleplayer Let's Show, nicht das von unserem Surfer mit Mirror Gamer, sondern halt ganz normal Singleplayer Let's Show. Ja, und ich würde sagen, ich fange einfach mal an zu zeigen, was ich bisher gebaut habe. Ist noch nicht überragend viel. Hier habe ich mich einfach runter in den Berg gebuddelt. Ich bin hier in einem Dschungelbiom gespawnt. Den Seed für die Welt werde ich auch nochmal in die Beschreibung packen. Kleines Melonenfeld. Hier habe ich ein paar von den großen Bäumen gepflanzt. Ein bisschen Bambus angepflanzt. Dann hier kleine Getreidefarm. Ja, das war es eigentlich, was ich hier außen gebaut habe. Dann hier habe ich Enchanting Table, noch nichts Besonderes, habe noch nicht genügend Bücherregale. Hier ein paar Öfen. Hier, das wird noch mein Lager, das ist noch nicht ganz fertig. Da fehlen, wie ihr seht, hier überall noch Kisten. Kann ich ja mal zeigen, was ich da jetzt drin habe. Ist noch nicht alles perfekt sortiert. Cobblestone, nichts. Doch, was war da? Achso, Erde und Gravel, nichts. Flint, Cobblestone Slab und Stone. Werkzeuge. Alles mögliche Zeug, was mit Pflanzen zu tun hat. Moment, das gehört eigentlich nicht mehr hier rein. Dafür habe ich eine eigene Kiste gemacht. Das ist Zeug, aus was ich in Dungeons gefunden habe. Moment, waren das gerade. Nee, das waren Sättel. Hier ist immer noch nichts, hier auch nicht. Ah, hier ist das Holz drin. Da. So. Die Setzlinge kommen in die Kiste eigentlich mit rein, aber ist ja egal. Dann hier alles wieder leer. Ich denke mal, dass ich davon noch ziemlich viel brauchen werde, weil ich wahrscheinlich relativ viel Kabel zusammenkriege. Hier habe ich Eisen drin, Redstone, Kohle, Gold, ein bisschen Obsidian. Lapis Lazuli, Diamanten und noch wieder ein paar leere Kisten. Mehr habe ich hier drin noch nicht gemacht. Den Boden habe ich extra aus Gras gemacht, weil ich irgendwie denke, das sieht cool aus. Ich weiß schon nicht, was ihr davon haltet, aber ich finde es cool. Da unten ist meine Mine mit ein paar extrem coolen Sachen. Da hinten, wenn man, kann ich euch hier mal schnell zeigen, hier ist noch ein Spawner, wenn man diese Schlucht ewig lang läuft. Ich habe hier noch nicht alles mit rausgenommen aus dieser Schlucht, aber ich bin hier einfach mal lang gegangen. Habe ich auf einmal hier irgendwo Monster gehört, habe ich mich mal hier irgendwie lang gebuddelt. Und ja, dann bin ich hier bei dem Spawner rausgekommen. Ich glaube, das war ein Zombie-Spawner. Da hinten ist irgendwo Lava. Da. Oh. Habe ich Fackeln dabei? Nee, habe ich nicht. Na, egal. Ansonsten würde ich das jetzt mal ausleuchten, aber. Wayne. Ja. Sag mal, bin ich jetzt zu blöd zum Springen? Oder. Wieso springt der da nicht mehr hoch? Mich jetzt verarschen. Hallo? Eigentlich, lol. Egal. Doch, ich hätte jetzt auch einfach Cobblestone hinsetzen können. Egal. Ja, zurück geht's. Ja, ich spiele im Moment gerade auf Peaceful. Ich spiele meistens nur mit Monstern, wenn ich im Cave bin oder so, weil ich keinen Bock habe, dass mir irgendwelche Creeper oben alles kaputt sprengen. Ja. Mal gucken, ob ich jetzt halt wenigstens da wieder rauskomme. Jawohl. Hier unten habe ich durch Zufall direkt hier neben Minensystem gefunden. Ja. Das Coole daran ist, hier ist auch direkt ein Spawner, Zombie.
Und diese Doppelkiste war hier. Oh, hier ist noch tonnenweise Zeug drin. Könnte ich eigentlich mal mitnehmen. Aber die Kiste, das war eine Doppelkiste. Das fand ich richtig cool. Und hier hinten, da habe ich noch was Spezielles vor. Irgendwie, weil das sieht einfach nur richtig cool aus, wie ich finde. Hallo? Ah, jetzt hier. Hier, Bedrock. Und hier unterm Bedrock ist so einfach so ein Brunnen. Hier habe ich nichts dran verändert. Das ist direkt so gewesen, als ich in die Welt reingekommen bin. Ja. Jetzt müsste ich hier nur wieder rauskommen. Boah, Alter. Jupp. Jupp. So. Dann. Weiter hinten im Minensystem habe ich noch einen Cave Spider Spawner gefunden, den ich noch zu einer XP-Farm umbauen werde. Ups. So. Auf der anderen Seite drüben habt ihr wahrscheinlich den Gang vielleicht auch schon gesehen. Da geht es hinter zu einem Slime Chunk. Die beiden Doppelten, die ihr da hinten sehen könnt, nebeneinander. Zu denen buddel ich mich hin. Da bin ich auch gerade dabei, die auszuheben. Und ja. Was ansonsten habe ich bisher eigentlich noch nichts weiter gebaut. Dann würde ich sagen, war es das jetzt für die erste Folge des Let's Shows. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Hyperken.